Das folgende Gespräch versteht sich eher als eine Art Anpassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen an die veränderte Umwelt und eben nicht als Panikmache. Quasi juristische Prophylaxe mit Livia Merler, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Schönen guten Tag. Guten Abend. Wenn Sie keine Lust haben, zur Arbeit zu gehen, weil Sie Angst haben, werden Sie hingehen. Sie sind Partnerin, aber ich bin angestellt und denke mir, zu viele Leute. Muss ich oder muss ich nicht hin? Also der bloße Verdacht reicht nicht. Es müssen, wenn dann, wirklich konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Infektionsgefahr besteht. Aber ich kann nicht einfach aufgrund dessen zu Hause bleiben, nur weil ich mich als Vorbereitungsmaßnahme schütze. Möchte. Was muss ich denn als Arbeitgeber für Schutzpflichten erfüllen? Also den Arbeitgeber trifft eine Fürsorgepflicht. Er muss versuchen, die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, Schutzmittel zur Verfügung stellen, Mundmasken, Desinfektionsmittel. Aber es gibt keine festen Regeln, woran er sich halten muss. Jetzt sind ja auch manche Eltern. Und wenn die Kita beispielsweise zu hat, welche Regel gilt da? Oder die Schule gar mal geschlossen wird? Das ist tatsächlich schwierig, weil wenn keiner auf das Kind aufpasst, werde ich wohl zu Hause bleiben müssen. Es gibt aber keinen Anspruch, dass ich zu Hause bleiben darf und mein Gehalt weiterbekomme. Es gibt gesetzlich nur einen Anspruch für ein krankes Kind von 10 Tagen pro Jahr. Wenn aber nur ein Verdacht besteht, kann ich das nicht geltend machen. Heute musste der Louvre schließen in Paris, weil kein Mitarbeiter da hinkommen wollte. Da kommen im Jahr 9 Millionen Leute hin. Wenn ich aber selber als Arbeitgeber der Meinung bin, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe hier einen kleinen Betrieb und werde jetzt hier gezwungen, prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen. Wie steht es eigentlich mit der Regresspflicht? Ist das schon geklärt? Das ist tatsächlich schwierig. Ne? Es gibt eine Sphärentheorie für den Arbeitgeber. Der trägt das allgemeine Betriebsrisiko. Und wenn das auch geschlossen wird, ist das tatsächlich schwierig. Und auch Regresspflichten hinsichtlich jetzt auch Messe und so ist noch nicht geklärt. Jetzt ist ja schon klar, bei einigen Arbeitgebern, die international agieren, die wollen eher Videokonferenzen. Aber kann ich gezwungen werden, eine Dienstreise anzutreten nach China, nach Norditalien? Oder auch meinetwegen nur in Paris, wo die Anzahl der Infizierten gerade höher ist als hier in Berlin? Nämlich, wir sind bei null. Das hängt auch so ein bisschen von der Region ab. Also mein Arbeitgeber darf mich nicht verpflichten, in eine wirklich gefährliche Region zu fahren, darf mich da nicht hinschicken. Das dürfte ich dann verweigern, einfach weil es unangemessen wäre. Ansonsten muss ich mich dem aber fügen. Und wenn ich Mitarbeiter habe in einem Restaurant, die sagen, ich möchte nicht so gerne die Leute, die aus einem anderen Land kommen, das eine höhere Infiziertenrate hat, bedienen, können die sich weigern? Also aktuell bei dem derzeitigen Stand noch nicht. Man kann es auch nicht über einen Kamm scheren. Man weiß ja auch gar nicht, wie akut die Gefahr tatsächlich dann ist vor Ort in dem Restaurant. Kann man nicht einfach verweigern, nein. Das würde zu weit gehen. Also ich will jetzt keinen juristischen Stimulus in Ihnen auslösen, aber gibt es juristisch interessante Fälle, die sozusagen jetzt auf Sie zukommen, wo Sie selber sagen, da haben wir noch gar keine Antwort, juristische Fragen, die Sie nicht parieren könnten? Also bisher ist noch recht ruhig tatsächlich. Ich denke mal, da kommt noch einiges auf uns zu. Deswegen, viele spekulieren ja aktuell noch, es gibt noch keine gefestigte Rechtsprechung dazu. Dann bleibt eigentlich schlussendlich noch die Frage, wie groß halten Sie die Gefahr, dass Ihre Kanzlei sich zukünftig mehr mit solchen Fragen beschäftigen muss? Oder ist das eine Herausforderung, der Sie gerne entgegenblicken? Also wir blicken dem sehr gerne entgegen, aber ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu. Man muss abwarten. Vielen herzlichen Dank. Gerne.